Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Zelda Ocarina of Time. Ja, wir haben jetzt endlich den richtigen Weg gefunden. Ich habe einfach mal jetzt kurz mal vorgearbeitet, weil mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd wurde, hier andauernd blind rumzurennen. Hey Kleiner, dich meine ich, schau hierher, in die Zelle. Aber das ist ja kein Problem. Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Aber sei vorsichtig. Hier gibt's jede Menge. Gerudo-Wächterin! Hey, pass auf! Moment! Was zum... Och Leute. Ich konnte nicht mal mein Schwert ziehen. Naja, wenigstens weiß ich jetzt ungefähr. Dreh dich mal weg. Ach egal, ich gehe da lang. Den Hammer brauche ich eh nicht. Wenigstens weiß ich jetzt, wo ich lang muss. Das ist schon mal viel wert. Moment. Genau. Los. Perfekt. Laufen, laufen, laufen. Okay. Warum nicht? Jetzt müssen wir hier noch mal warten. Da. Warte, was zum... Dieser Controller. Wenn er nicht wirklich alles 100% funktioniert. Der einfach mal ins Feuer Inferno. Jetzt kann ich das gebrauchen. Ist doch jetzt nicht normal. Selbst bei Dins Feuerinferno können die mich ausnocken. Das gibt's doch nicht. Also wer sich sowas einfallen lassen hat, der ist definitiv ein Sadist. Vielleicht kein Sadist, okay, vielleicht kein Sadist, aber er wird auf jeden Fall von seiner Frau gequält. Oder vielleicht war es sogar eine Frau auf der Suche nach Emanzipation.
Jetzt haben wir endlich den Ort gefunden und müssen jetzt zum zweiten Mal wieder hinlaufen. Ich weiß, warum ich zuerst die Gerudo-Festung machen wollte. Das Nervigste zuerst. Aber wenigstens taucht sie jetzt direkt auf, ohne diesen blöden Dialog. Was zum... Ich kann nicht mal ausweichen. Das ist doch echt nicht mehr schön, Leute. Mann. Mir gehen auch die Pfeile aus. Los, zerdeppert die Vase. Meine Herren, nicht mal die Vasen bekomme ich kaputt. Pfeile, her damit. Magie, her damit. Ich will doch nur zu diesem blöden Tempel. Ich weiß nicht, was ich hier bevorzugen würde. Ein Alien aus Alien Isolation, das gerade ein guter Freund, Chilloutzone, Freund und Kollege, Let's Played hat. Die waren ja eigentlich schon nervig. Oder diese Gerudo-Wächterin. Was ist schlimmer? Also ich glaube, die Frauen hier sind schlimmer. Bei dem Alien-Viech kannst du dich wenigstens noch verstecken oder abhauen. Und damit auch schöne Grüße an Chilloutzone, wenn er das sieht. Auf ein neues. Nein! Ah, Mann! Leute, das gibt's doch nicht! Ich weiß zwar, normalerweise macht man den Schattentempel zuerst und dann hier, aber man kann es auch umgekehrt machen. Und ich finde es umgekehrt eigentlich einfacher, weil im Tempel hier
in der Wüste hier steht, da bekommt man wenigstens noch ein, zwei Sachen, die eventuell nützlich sein könnten. So viel ich weiß, wenn ich mich richtig entsinne. Aber es ist auch egal, ich würde gerne, bevor ich den Tempel mache, generell Zugänge freischalten. Wenn es jetzt nicht funktioniert. Wir haben drei Feenflaschen dabei. Endlich! Hat lange genug gedauert. Ein kleiner Schlüssel eröffnet eine verschlossene Tür. Ja, das kennen wir. Ich habe schon gedacht, du hättest mich vergessen. Ach, sei bloß ruhig. Vielen Dank, ich bin Ringo, der Zimmermann. Dafür, dass du mich befreit hast, verrate ich dir, was sich die Gerudos über die Wüste erzählen. Wer die Gespensterwüste durchqueren will, braucht das Auge der Wahrheit, denn den Wüstenkoloss findet man jenseits der Wüste. Ich gehe jetzt zu meinem Zelt in der Nähe des Gerudo-Tals. Schau doch mal vorbei, vielleicht gibt es dort etwas für dich. Leb wohl. Ja, hau ab. Das war zum Glück der letzte. Ich bin beeindruckt. Um an unseren Wachen vorbeizukommen, muss man schon sehr geschickt sein. Ich habe immer gedacht, alle Typen außer Ganondorf wären ziemliche Waschlappen. Aber ich muss meine Meinung ändern. Unsere Anführerin Naboru hat mir die Verantwortung für diese Festung übertragen. Naboru ist die Stellvertreterin des mächtigen Ganondorf, des Herrn der Gerudo-Kriegerin. Sie ist gerade auf dem Weg zum Geistertempel, der sich jenseits der Wüste befindet. Sie vermutet dort ein wertvolles Relikt. Du willst also einer von uns werden? Was? Na gut, du hast deine Fähigkeiten bewiesen. Du bist nun ein Gerudo. Nimm dies, damit kannst du dich in der Festung frei bewegen. Der Gerudo-Pass. Jetzt hast du Zutritt zur großen Trainingsarena der Gerudo-Kriegerin. Okay, merci, danke und auf Wiedersehen. Den nervigsten Teil, finde ich, dieses Spiels habe ich damit gemeistert. Da speichern wir mal schnell ab. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm einen Daumen nach oben, teilt fleißig, kommentiert, über Abos würde ich mich auch freuen und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Saarländischer Let's Player von nebenan. Tüdelü!